Hand aufs Herz, glaubst du dir selber, wenn du dir sagst, ich bin glücklich, ich bin erfolgreich und was auch immer sonst noch? Ich nicht. Und die meisten Menschen, die sich diese Sätze selber nicht glauben, bei denen wirkt das auch nicht. Da kannst du es dir noch eine Million Mal sagen. Das geht nicht in dein Unterbewusstsein. Und heute zeige ich dir, wie du es machen kannst, wie du die Sätze so formulieren kannst, dass sie zu Kraftsätzen werden. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Birgit Zottmann. Ich bin Hypnosetherapeutin und Coach und habe mich spezialisiert auf ängstliche Menschen und Menschen, die traumageschädigt sind. Heute geht es um Affirmationen. Wie mache ich Affirmationen richtig? In meinem letzten Video habe ich dir das ja schon gezeigt, warum das nicht wirkt. Und heute möchte ich dir zeigen, was und wie es wirkt. Alles, was du dir selber glauben kannst. Und da gibt es eine Formulierung, die sehr, sehr förderlich ist, nämlich möge ich. Dieses möge ich ist viel mehr als ein Wunsch. Und das können wir immer zu uns sagen und es glauben alle Teile in uns. Und das ist wichtig. Das ist Bedingung. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch wissenschaftlich überprüft worden, wann wir was glauben, wenn wir es auch fühlen, dass es wahr ist. Und jetzt höre diese folgenden Affirmationen an. Genieße sie, spüre sie, fühle sie. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich jeden Tag selbstbewusster werden. Möge ich jeden Tag ein besseres Verhältnis zu mir selbst bekommen. Möge ich erfolgreich sein. Möge ich an meinen Herausforderungen wachsen. Möge ich voller Energie den neuen Tag beginnen. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich jeden Tag selbstbewusster werden. Möge ich jeden Tag ein besseres Verhältnis zu mir selbst bekommen. Möge ich erfolgreich sein. Möge ich an meinen Herausforderungen wachsen. Möge ich voller Energie meinen Tag beginnen. Probiere diese Affirmation einmal aus. 14 Tage, 3 Wochen, jeden Morgen. Und dann schau, was verändert sich. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.